2016. Mutter! Herzlich willkommen in Warendorf auf der Buranwiese am Springplatz, auf dem Gelände des Deutschen Olympiakomitees für Reiterei. Die DKB-Bundeschampionate 2016. Jetzt das Finale sechsjähriger deutscher Springponys. Die Prüfung 45. Spezial-Springpony-Prüfung der Klasse L mit zwei unterschiedlichen Umläufen. Hallo. Das Finale um den Preis der Böckmann Fahrzeugwerke GmbH. Die 16 Besten aus der Finalqualifikation treten an und bekommen von Joachim Gallfuß, Peter Schmeling, Kerstin Weber und Bundestrainer Peter Teubert vergeben eine Wertnote. Die 5 Wertnotenbesten aus dem ersten Umlauf qualifizieren sich für den zweiten Umlauf. Im zweiten Umlauf starten die 5 Besten in der umgekehrten Reihenfolge ihres Ergebnisses aus der ersten Runde. Das wertnotenhöchste Pony als letztes. Zum DKB-Bundeschampionat sechsjähriger deutscher Springponys werden die Noten aus dem ersten und zweiten Umlauf im Verhältnis 1:1 addiert. Wissend dieses Reglements gehen wir jetzt in die Entscheidung. Und wir begrüßen als erstes die 770, das ist die heimische Stute Prestige, von Paul S. Kemal Potter gezogen von Gerd Neukäter, im Besitz der Reiterin Annalena Schaaf vom Reit- und Fahrverein Hünste. 78 Sekunden beträgt die erlaubte Zeit. Ja, Annalena, schon überzeugend hier gleich heute Morgen bei den Sechsjährigen zum Auftakt hier deine Runde, die du hier abgeliefert hast. Das Pony immer sehr aufmerksam zum Sprung hin, gleichmäßig im Vorderbein, schön abfußend aus dem Hinterbein, öffnend über dem Sprung. Jedoch von der Rittigkeit her manchmal noch so ein kleines bisschen leicht gegen die Hand. Der Wechsel klappte noch nicht gleich von Sprung 2 zu Sprung 3 in der Linie. Aber über die Korrektur dann gleich wieder das Pony vernünftig in der Spur gehabt. Konzentration wieder auf den nächsten Sprung. Bisschen mehr Aufwölbung vielleicht wünscht man sich noch so in der Oberlinie. Die Rückentätigkeit vielleicht noch leicht zu verbessern. Aber im Großen und Ganzen schon sehr ansprechend das Pony hier heute Morgen 8,4 in der Boah, super! So ist Sönke Fallenberg bei uns vom Reit- und Fahrverein Sendenhorst. Er präsentiert 462, Checo TF, Westfale vom Dortmund.